Herzlich willkommen, Freunde, hier bei Super Mario Maker. Killer Blume hat mir sein Level. Oder sie hat mir mal ihr Level. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Blume hat mir ein Level geschickt. Und ich würde sagen, wir schauen uns das mal an. Es hat auch eine schöne hohe. Kommst du auch wieder? Abschlussrate. Dadurch bin ich auf jeden Fall schon mal positiv gestimmt, dass das kein übertriebener Schwierigkeitsgrad ist. So, hoppa. Ui, du bist aber fett. Okay, ich dachte schon, man muss nicht auf Umwegen gehen. Achso, es sind mehrere. Ich hatte gerade irgendwie so Angst, dass es nur einer sein könnte. Uha. Doofe Stachel. Den Pilz will ich haben. Den will ich haben. Ja, geht doch. Just was, what I needed. Ich muss aufpassen, dass ich mich jetzt hier nicht wieder gedanklich in diese Engine von Super Mario World zu sehr reinsteige. Sonst habe ich ein Problem. Oh, hier ist ein Sternpflicht. Das hätte ich jetzt gerne noch einen, bitte. Noch ein Stern? Hallo? Give me that power! Ein Triple Bowser! Okay. Ein hübsches, kleines, solides Level. Gibt's echt nichts zu sagen. Ehrlich. Wieder vom Schwierigkeitsgrad her angenehm zum Spielen. Ja. Kommt auf jeden Fall in den grünen Bereich. So. Es gab jetzt nichts wirklich, was ich kritisieren muss. Man kann das Level solide spielen, ohne Schaden zu nehmen oder sowas. Nichts. Keine mir direkt aufgefallene unfaire Stelle oder sonst was. Wenn euch immer was auffällt, könnt ihr das immer nochmal in die Kommentare posten. Also mir ist jetzt beim Spielen direkt nichts aufgefallen, weil diejenigen, die zuschauen, haben halt nochmal einen anderen Blick drauf. Deswegen. Schick. Grüne Wertung. Gerne wieder. War spaßig. Ich habe hier zwei Level-Hacks, die zwar vom Datum mäßig früher sind, aber ihr wart schon dran, deswegen schiebe ich euch erstmal nach hinten. Und das war der, wenn ich mich, ich muss überlegen, Mario Brand und an dem Baum oder so. Euch beide hatte ich schon mal. Soweit ich weiß. Ich muss da nochmal nachgucken, aber ich habe euch jetzt erstmal beide kurz etwas nach hinten, also ihr seid notiert. Er kommt aber dann ein bisschen nach hinten verschoben. Bin mir eigentlich sicher, dass ich euch schon gespielt habe. Ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich mir jemand anders notiert, wo ich gedacht hätte, er wäre schon tot. Also, nicht unbedingt wirklich tot, aber so ein bisschen. The Liver. Ewigkeiten, nichts mehr von dir gehört. Und jetzt sendest du mir ein Level. Da freue ich mich aber. So, dann auf 5C. Da freue ich mich. Wunderbar. Nice als Titelbild. Liver, da bin ich jetzt mal gespannt. 16er Abschlussrate. Dann spielen wir das mal. Das kann ich nicht lesen. Blind Jump? Okay. Kein gefährlicher Blind Jump. Nö, definitiv nicht. Ich bin nur nicht geschnappt über. Ein Herz? Yay. Kommst du her? Komm her. Warte mal. Die trigger ich nochmal. Warte mal.
Verdammt. Ich wollte eigentlich die, ja, diese, den Pilz nochmal triggern. Warte mal, kommt mir da eigentlich rein? Ah ne, das ist ein Goomba-Generator. Na komm her. Nein! Verdammt. Dann gehe ich jetzt einfach mal weiter. Okay. Da komme ich schon mal dran, oder? Warte mal. Da ist aber nichts drin. Diese Hochpack-Gumba. Smiley. Also die Smiley-Dekorationen sind echt nicht schlecht. Da komme ich aber nicht dran. Dafür bräuchte ich die Propeller-Ding. Okay. Nein! Oh. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Darf ich das da oben nochmal versuchen, oder? Komme ich nicht mehr zurück? Doch. Und diese Röhren finde ich manchmal auch ein bisschen blöd. Die sind manchmal so richtige Cut-Offs. Das sieht total ekelhaft aus. Dafür kann hier keiner was für. Das war's schon? Na gut. Das war mir jetzt ein wenig zu kurz. Vor allem würde ich mal gerne wissen, wo das Nice steht. Kriegst du einen Stern? An sich auch grüne Wertung. Aber was man dazu sagen muss, irgendwie war in deinem Level jetzt nicht wirklich irgendwas. Also klar, das Level an sich war da. Das ist kein Thema. Aber irgendwie, wie soll ich das am besten beschreiben? Ich gehe jetzt nochmal in das Level rein. Gehe ich ganz kurz rein. Weil da war irgendwie vieles und gar nichts, kann man sagen. Man hat da den Goomba-Generator, man hat hier den Hucke-Pack-Goomba mit dem Koopa. Auf jeden Fall, auf Deko, wäre es Deko-Punkte auf jeden Fall. Okay, man kriegt die gar nicht. Okay. Man kriegt die gar nicht. Egal, was man macht, man kann die nicht kriegen. Okay. Aber sonst, ja, man hat hier teilweise was, aber teilweise gar nichts. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich es sonst ausdrücken sollte. Was haben wir hier? Eine Feder? Für eine Feder. Okay. Mario dahin werfen. Hoppala. Ja. Ich öffne den Block für eine Feder, um eine Feder zu kriegen. Naja, okay. Beenden wir das mal. Also, grüne Wertung, ja, aber irgendwie war da nichts. Ja, das ist die Sache, die ich, das Einzige, was ich da anmerken möchte. Da war irgendwie nichts, da hat irgendwas gefehlt. Naja, gut, damit würde ich sagen, war's das, waren es die zwei Level für dieses Mal. Wurde relativ kurz, im Gegensatz zu den letzten Malen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.